Damen und Herren, falls Sie mich wundern, warum meine Kollegin Annika Dipp und ich hier sitzen, anstelle unseres Kollegen Oliver Schwarzkopf. Seine Kinder sind leider erkrankt und er musste sich hier abbrechen. Und deswegen sind wir leider heute Abend nicht die zwei Schwergewichte hier zusammen erleben, sondern die Damen. Dafür im Doppelpack. Damen an seiner Stelle. Ist wahrscheinlich ungewöhnlich, weil wenn ich hier so den Leistung gesehen auf 80% Männer, wir kompensieren das dann so richtig von. Avere vicino Oliver, bisognava stare attenti a quello che diceva. Adesso con Giulia e le altre non so più se guardare o sentire. Ja, dazu muss ich sagen, also wenn Oliver neben mir saß, musste ich genau zuhören, was er sagte. Jetzt aber mit Julia Kosicki und Annika Dipp neben mir, weiß ich gar nicht mehr, ob ich so richtig zuhören kann. Meine lieben Damen und Herren, begrüßen wir hier bei uns den wundervollen, einzigartigen, ganz tollen Bud Spencer. Meine Hand, wo bist du eigentlich? Aber sie weiß es selbst nicht. Nochmal einen kleinen Applaus für seine lange Linieausdauer. Ich glaube, dass ich hier nicht nur der einzige Schauspieler hier drin bin. Sie dankt meiner Hand. Alle Zuschauer hier spielen auch ihre Rolle und bieten mir einen Willkommensgruß. Non a tutte le generazioni che stanno questo
Da zeigt sich auch, was der Sinn dessen ist, dass ich mein Leben zwischen diese beiden Buchdeckel gepresst habe. Nicht des schnöden Mammons wegen, sondern um mit den jungen Menschen, mit den Generationen in Verbindung zu treten. Nicht um ihnen etwas beizubringen, sondern um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Da sind wir auch schon bei der Verbindung zwischen Ihnen und Ihren Fans. Sie sind ja für ganz, ganz viele Menschen, auch in diesem Raum, der Held, der absolute Held ihrer Kindheit und Jugend. Und Ihre Filme haben ganze Generationen geprägt. Was bedeutet es für Sie, für die Menschen so ein Idol zu sein? Wissen Sie, Frau Sipp, dass Sie hier eine sehr gute Rolle spielen? Ich bin kein Held. Ich bin kein Idol. In einem Jahr komme ich wieder und dann spreche ich Deutsch. Jetzt werde ich euch etwas Merkwürdiges erzählen. In meiner Jugend, ich habe Deutsch gesprochen, aber ich habe alle vergessen. Wir stellen ja heute hier den zweiten Teil Ihrer Autobiografie vor. Der Titel des Buches ist In 80 Jahren um die Welt. Was bedeutet dieser Titel für Sie persönlich? Den haben Sie selbst sicher ausgedacht. Können Sie da uns ein bisschen was zu erzählen? Ich habe mir den Titel für die ersten 80 Jahre ausgedacht. Jetzt fangen die zweiten 80 Jahre an. Wir werden sicherlich körperlich nicht alle 80 Jahre gemeinsam zusammen erleben. Sofern nicht mittlerweile ein Medikament erfunden wird, durch das man 160 Jahre leben kann. Alles ist aber denkbar. Noch etwas. Ich bin an einem Stock in dieses wunderbare Kino reingekommen. Normalerweise stützen sich ja die Alten auf solche Stöcke. Das aber, ich muss diesen Stock tragen, weil ich verwickelt wurde in einen Unfall. Nicht, weil ich alt bin. Etwas aber ist in all diesen Jahren in mir stehen geblieben, mein Gehirn. Es hat nur das Alter von 28 Jahren. Ich habe es meiner Familie schon aufs Butterbrot geschmiert. Sobald ich anfange, etwas merkwürdig zu ticken, dann sollen sie sofort das Krankenhaus rufen, weil das Gehirn kaputt ist. In jedem Fall hier vor euch zu erscheinen und mit euch zu reden, macht mich froh, um dieses Buch vorzustellen, das
das zweite Viertel meines Lebens erzählt. Im ersten Teil ging es mehr in groben Zügen über den Schauspieler. Jetzt aber im zweiten Buch geht es mehr in den Einzelheiten, vor allem um den Unterschied zwischen Carlo Pedersoli, was mein richtiger Name ist, und Bud Spencer, dem Schauspieler. Carlo Pedersoli, come non so se lo sapete, ha fatto una vita sportiva molto importante. Carlo Pedersoli, und das wissen vielleicht nicht alle, hat eine bedeutende Sportlerkarriere hingelegt. Und diese Karriere ist meine. Bud Spencer ist ein Erzeugnis des Publikums. Den habt ihr gemacht. È riuscito in questo senso perché ha determinato una verità assoluta. Und das ist auch wirklich gelungen, denn es ist hier wirklich eine absolute Wahrheit ans Licht getreten.